Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Die Pforte. Die Pforte. Hinter dem Deck die Karte der Wagen. Diese Karte ist Energie, so wie bei dir, kam gestern auch bei einem Sternzeichen. Die Karte der Wagen. Ja, ich bin jetzt am Nachdenken. Was für ein Sternzeichen das war. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber es ist halt gerade jetzt nur interessant, ja, Stier. Also die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs. Und schade, schade, dass ich mich wirklich nicht erinnern kann, an welchem Sternzeichen das war, weil war die gleiche Energie wie bei dir jetzt gerade, hinter dem Deck, genauso wie jetzt, ja. Die gleiche Karte. Und da habe ich natürlich auch gesagt, wir reden hier auch über eine Entscheidung, ja, einen Weg. Ich entscheide mich für einen Weg. Diese Karte Stier ist einen großen Arkana, ja, die Nummer 7, einen großen Arkanan. Diese Karte hat natürlich auch sehr viel mit dem Schicksal zu tun, ja. Und ist eine Karte, die mir sagt, nochmals, ich entscheide mich für einen Weg, ja. Ich muss einen Weg nehmen, ja. Ich muss eine Entscheidung treffen. Das ist auch eine Reise hier. Es könnte mit einer Reise zu tun haben oder eine spirituelle Reise. Es kommt darauf an, mit wem ich jetzt rede, ja, mit welcher Person ich zu tun habe. Logisch, wir haben nicht alle das gleiche Leben, ne? Also das ist eine Karte, die auch mit einem Umzug zu tun hat. Einen Umzug. Stier, das ist immerhin eine Karte, die für Erfolg da steht. Ja, also man kommt von einer bestimmten Situation erfolgreich auch dabei raus. Ja, also diese Karte deutet ja auf Erfolg, muss ich schon dazu sagen. Und man schaut nach vorne, man macht weiter nach vorne und weitermachen und das ist eine positive Energie, wenn wir so reden, ja, dass man einfach sich um die Zukunft fokussiert, also mein Fokus ist nach vorne und nicht mehr mit der Vergangenheit oder irgendeine so eine Energie. Also die Energie hier ist sehr positiv, ja. Sehr positiv. Ich zeige dir gleich, was ich auf dem Tisch habe. Die Karte der Magier und die Karte der Wagen. Sternzeichen Zwilling, Jungfrau und Krebs. Nochmals rede ich hier über Entscheidungen. Diese Energie hier, Stier, kann für dich auch mit Arbeit zu tun haben. Ja? Dass du sagst, ich möchte was Neues anfangen. Ich möchte was Neues machen. Ja? Und ich muss hier wirklich eine Entscheidung treffen. Ich finde, das ist hier eine positive Energie, Stier. Das ist tatsächlich eine sehr positive Energie. Ja? Egal, ob wir hier über Projekten reden, neue Projekten, vielleicht musst du da auch eine Handlung machen oder sogar eine Reise machen für diese neuen Projekten oder ja, einen neuen Studium. Vielleicht möchtest du was Neues lernen, was Neues studieren, eine neue Ausbildung, nochmals Studium. Du möchtest eine neue Sprache lernen oder du musst eine neue Sprache lernen, weil da, wo du jetzt hin möchtest,
Man spricht eine andere Sprache, ja. Also zum Beispiel, du möchtest in Spanien arbeiten und da musst du dein Spanisch verbessern, dein Englisch musst du in England verbessern oder wie auch immer, ja. Also irgendwie könnte ich hier sogar eine neue Sprache sehen. Also man lernt eine neue Sprache oder man lernt was Neues, ja. Was du für deine Karriere oder Beruf brauchst, ja. Das ist eine sehr positive Energie, das muss ich dir schon sagen. Und ja, ich sehe hier was Neues. Ich sehe hier schon was Neues. Ja? Ich denke, du hast Möglichkeiten. Also es bieten sich für dich neue Möglichkeiten. Es öffnen sich mehrere Türen für dich, wo du halt, wie gesagt, eine Entscheidung treffen kannst. Was mache ich? Das Gefühl hier wäre sogar, Stier, ich könnte hier sogar einen neuen Zyklus sehen. Ja, einen neuen Zyklus, ja. Also, du weißt ja, man fängt wirklich was Neues an. Das spricht für einen Zyklus, ja. Spricht verschieden für uns allen, aber das ist die Energie, die ich hier habe. Ich meine, Stier, zwei wichtigen großen Arkanen als Energie für dich für kommende Woche. Und das ist eine Energie, die eigentlich nicht über eine Routine spricht. Was das hier heißt, ist, dass das hier wichtig auch sein wird für dich, für das ganze Jahr eigentlich. Also das beeinflusst dich auch in das Jahr 2024. Es beeinflusst die nächsten Monate für dich auch. Das, was ich hier habe, ja. Egal, wann das hier jetzt anfängt, aber das beeinflusst tatsächlich das Jahr für dich. Im positiven Sinne, ja. Eine starke Energie, ist eine interessante Energie. Schaue bitte jetzt die Karten, die für dich gekommen sind. Stier, Ass der Münzen, 10 der Schwerter, die Gerechtigkeit. Also, du merkst ja, was ich meine, ja? Das Gefühl bei mir ist, diese Situation, die ich hier habe, wird dich weiter in der Zukunft beeinflussen, ja? Es gibt hier, es ist eine wichtige Energie, eine wichtige Energie. Du siehst ja, ich habe hier die Gerechtigkeit und die Karte der Waage. Beide Karten haben mit dem Schicksal zu tun, ja? Mit dem Schicksal. Die Karte die Gerechtigkeit hat auch natürlich mit dem Karma zu tun. Und das spricht auch für das Jahr 2024. Natürlich, ja, aber Karma, ich meine, da sage ich nichts Neues, ne? Weil Karma spricht für dich, für mich und für uns allen. Also Karma beeinflusst uns allen. Am Ende sind ja nur nicht, es ist nicht anders als Konsequenzen, sind nicht anders als Konsequenzen für unsere Handlungen. Ja. Und von da aus, es ist Karma halt, ja. Stier, ich habe in dieser Position die Gerechtigkeit. Sternzeichen Waage. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du auf den Würfeln ist auch die Sternzeichen Waage gekommen. Sternzeichen Waage und die Nummer 10. Hier habe ich die Nummer 10 und Sternzeichen Waage. Also es gibt eine klare Synchronisierung mit dem, was ich hier auf dem Tisch habe. Ich spüre hier eine Gerechtigkeit. Das ist, was ich hier sagen möchte. Ich sehe hier eine Gerechtigkeit. Ne? Solltest du auf eine juristische Situation warten, Kommunikation von einer juristischen Situation, die Kommunikation sieht man ja. Ich sehe ja einen Balance, ja. Also Stier, eigentlich, es kann uns nichts Besseres passieren, als die Gerechtigkeit in einer Legung auch zu haben. Das muss ich dir schon sagen. Egal, was am Ende diese Karte für jeder von uns heißt. Egal, es kann natürlich kompliziert kommen oder, ja, aber immerhin, egal wie es sich löst, die Situation löst, du siehst ja, du hast die Karte der Waage als Energie.
Also man macht weiter irgendwie hier. Ich spüre hier am Ende, ich spüre schon eine positive Energie. Das muss ich dir schon sagen. Ja. As de Münzen, 10 de Schwerter. Könnte ich hier mit einem Eigentum zu tun haben? Oder irgendwie mit Finanzen und Geld? Hat hier mit sehr viel Geldausgabe zu tun? Also ein Geldausgabe oder ist das, dass wir also eine juristische Kommunikation warten, was mit einem Eigentum zu tun hat? Oder einfach eine juristische Situation? Die Gerechtigkeit ist da. Von da aus, in dieser Situation wird natürlich Gerechtigkeit gemacht. Ja. 10 Schwerter in der Mitte. Die Nummer 10 deutet ja auf auch ein Ende, ja. Die Nummer 10. Augenblick bitte, Stier. Also, Stier, ich denke, es wurde hier, eine Situation war nicht fair hier. Etwas war hier nicht fair, nicht richtig. Und deswegen ist die Gerechtigkeit hier. Die Gerechtigkeit ist eine göttliche, wir reden über eine göttliche Gerechtigkeit. Ja, das ist eine göttliche Gerechtigkeit. Das ist hier Erzengel Michael. Erzengel Michael kämpft für dich. Hilft dir in dieser Situation. Denn ich sehe schon eine ziemlich komplizierte Situation hier, Stier. Auf jeden Fall kommt eine Balance hier. Wow, qué fuerte. Die Gerechtigkeit nochmals, ja? Sehr stark. Die Karte der Wagen nochmals. Willst du mir sagen, die Synchronisierung hier? Und rate Schicksals. Stier, halt dich fest, es kommen Kurven. Ne? Also hinter dem Deck habe ich die Gerechtigkeit. Entschuldigung, tja. König der Schwerter. Also, Stier, ich habe hier mit einer juristischen Situation zu tun. Ich könnte hier sogar die Polizei sehen, wenn ich das mir jetzt so. Also, ich könnte hier sogar mit einer Anzeige zu tun haben, der Polizei, also irgendwie so eine Situation könnte hier sein. Der König der Schwerter spricht auch über die Gerechtigkeit. Also, ich habe praktisch auf dem Tisch dreimal die Gerechtigkeit. Sternzeichen Waage extrem präsent bei dir. Sternzeichen Waage, nicht nur Krebs, nämlich sehr sogar. Schütze oder Fische. Jungfrau, Zwilling. Die sind die ich hier sehr stark spüre. Ja. König der Schwerter. Auf jeden Fall, wir reden hier über diese Gerechtigkeit. Ich kann das nicht anders sagen, nicht anders deuten. Wassermann natürlich auch, ja, Stier, weil der König der Schwerter ist auch sehr viel, spricht sehr viel für Sternzeichen Wassermann, auch Steinbock. Ja? Schau bitte jetzt für dich in der Mitte die Karte der Wagen. Die Karte der Wagen für dich zweimal, einmal als Energie und einmal in der Mitte für deine Legung. Und das beeinflusst natürlich auch die ganze Legung. Stier. Du kennst besser deine Situation als ich, aber die Karte der Wagen, wie gesagt, für eine Gruppe könnte ich hier über einen Umzug reden. Eine Gruppe möchte hier einen Umzug machen. Oder es gibt hier eine wichtige Reise. Eine wichtige Reise, eine wichtige Entscheidung. Ich entscheide mich für einen Weg, für eine Person, für eine Arbeit,
für eine Situation, also irgendwie zeigt sich hier eine wichtige Entscheidung. Also, die Gerechtigkeit, der Wagen und ein Puppe der Kerlchen, du siehst Sternzeichen Krebs sehr stark hier zu spüren bei dir. Ich wiederhole natürlich nicht mehr die Sternzeichen, aber du siehst ja, ist sogar hier mit einem Puppe der Kerlchen. Stier, ich könnte hier über ein Kind reden. Oder eine Person etwas jüngerer, also ich spüre eine jüngere Energie hier. Oder eine neue Person, es kommt drauf an. Also ich könnte hier über eine neue Person natürlich reden, deswegen zeigt sich diese Energie so jung, weil wir über eine neue Person reden. Könnte möglich sein für eine Gruppe. Für eine andere Gruppe ist das hier ein Kind. Oder einen Freund oder sonst einen Geschwister. Ist das ein Wunschpartner und es gibt Altersunterschied. Du merkst ja, wir können hier über vieles reden, weil es kommt auf deine Situation drauf an. Nur du weißt ja, weil sonst es kann auch über eine unreife Energie reden, natürlich, ja. Eine liebe Person, das sowieso, aber irgendeine Unreife spürt man hier schon in dieser Energie. Das muss ich dir schon sagen. Also, Stier, wir reden über den Schicksal hier. Beide Karten nochmals zusammen. Wir reden hier über den Schicksal in eine bestimmte Situation hier. Und ich spüre hier eine positive, also die Energie in sich zeigt sich positiv. Die Karte der Wagen ist überall. Und die Gerechtigkeit, ich meine, du musst jetzt schauen, Stier, wie du dir die Energie in manche Fälle anpassen kannst, ja, weil vielleicht, wenn du in Resonanz kommst, weil sonst vielleicht sagst du, das spricht für mich irgendwie nichts oder ich habe irgendwie keine juristische Situation offen oder ja, weil die Karte die Gerechtigkeit ist überall. Die Gerechtigkeit ist hier 1, 2, 3, 4 Mal zu sehen. Irgendeine Sache ist hier. Was entweder, also zum Beispiel, was entweder auch mit einer karmischen Situation zu tun hat. Weil Rate Schicksals und die Karte die Gerechtigkeit, ich sehe hier auch eine karmische Situation mit einer Person. Also das hier sprichst du über eine karmische Situation mit einer Person, die du schon kennst. Es kann mit deinem eigenen, direkt mit deinem Kind zu tun haben. Nochmal, Geschwister, Freund oder einen Wunschpartner. Du hast hier eine Lektion, eigentlich eine Lektion, die du übrigens, Sternzeichen Krebs, aber das ist ja Wasserelement. Ich kann hier auch mit Sternzeichen Fische oder Sternzeichen Skorpion zu tun haben. Ja, das muss ich noch dazu sagen. Die Sache ist, du hast hier eine Lektion mit einer Person, die du schon bereits gelernt hast, und diese Lektion wiederholt sich kommende Woche. Sei es, weil diese Person sich mit dir wieder in Kontakt setzt. Du siehst ja, dein Schicksal ist hier sehr stark zu spüren. Eine Person, auch eine gewisse Unreife, das muss ich dazu sagen, eine gewisse Unreife ist hier eine Person, die irgendwie immer wieder kommt und dann wieder verschwindet oder wie irgendwie eine Person, die keine Stabilität zeigt. Deswegen sage ich, entweder Altersunterschied oder ein Kind oder eine unreife Energie. Diese Lektion, die ich hier habe, kennst du und diese Lektion, die ich hier habe, wiederholt sich kommende Woche für dich. Das ist eine Person, die irgendwie immer wieder kommt. Sich wie der Wind bewegt. Ja, heute bin ich da, morgen nicht und so weiter. Natürlich, wie gesagt, es kommt auf deine Situation drauf an, wer diese Person jetzt ist. Schaue bitte jetzt hier. Zehn der Stäbe, die Karte der Wagen, zehn der Schwerter. Die Nummer 10, 10, 10. Irgendwie Stier, irgendwie die Energie sagt uns, raus da! Oder wie ist das? Das ist eine interessante Energie. Also,
die Nummer 10 und die Nummer, eine komplizierte Situation sieht man hier, eine komplizierte Situation, die man verlässt. Ich verlasse, ich gehe, ich mache meinen Weg weiter und es sieht sehr gut aus für dich, Stier. Ja? Dass man einfach Distanz hier nimmt und ein Ende. Ich rede hier über einen Schluss. Das ist für mich Ende und Ende. Weil ich sehe hier eine Opferung, ich spüre hier eine Ausnutzung, ich spüre hier einen Last. Ja, die Energie fühlt sich wie eine Last. Oder man hat irgendwie sehr viel ertragen müssen. Nochmals diese Ausnutzung, diese, irgend so eine Situation gibt es hier, diese Erniedrigungen, diese Enttäuschungen. Also, was ist das, bitteschön? Deswegen die Karte der Waage. Man geht, man geht, man geht. Also. Augenblick, bitte. Ja, was für eine Energie, ja? Ich sehe hier eine Person, Stier, die sich zurückgehalten hat. Ja, eine Person, die, ja, du siehst ja, diese Person kommuniziert ja nicht, zieht sich zurück. Ja, genau. Das ist eine Resistenz da, einer Person, die ja, die sich Schutz zurückhaltet und eine Person, die sich schließt. Ja, das ist die Energie, die ich hier habe von einer Person. Interessant. In der Mitte sehe ich eine Person, die irgendwie Nostalgie hat. Eine Person ist nostalgisch. Eine Person hat Erinnerungen. Eine Person, also Stier, das kann perfekt auch darüber reden, dass eine Person an dich denkt. Eine Person, ja, hat diese schönen Erinnerungen von dir und eine Person möchte hier irgendwie eine Handlung machen. In manchen Fällen, Stier, du bekommst hier, eine Person möchte hier eine Reise machen. Und mit dieser Person hast du natürlich, schau mal, mit Sendeschwerter zeigt sich auch eine Person, die in dieser Vergebung ist. Eine Person, die sich entschuldigen möchte. Eine Person möchte sich für das, was er oder was sie dir angetan hat, sich entschuldigen. Eine Person denkt sehr viel darüber nach. Ja, ich denke nach, was ich dir angetan habe. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Die Legung kann sich ja für die Crosswatchers auch spiegeln. Ja? Das ist, was ich hier spüre. Eine Person möchte sich hier, und schau mal bitte jetzt, was ich hier habe, Stier. Mit der Gerechtigkeit kommt die Karte der Kommunikation, tatsächlich. Also ich sehe hier schon eine Kommunikation. Und die Sache ist, Sternzeichen Skorpion zeigt sich nochmals hier. Wasserelement sowieso bei dir, Krebs, Skorpion, Fische. Aber du siehst ja, ich spüre hier, es kann auch über eine Reise nochmals reden. Hier ist das Travel, ja, also Reise, Nachrichten, Kommunikation. Das ist Kommunikation, Kommunikation. Das hat hier irgendwie mit einer Transformation. Die Energie erlebt eine Transformation hier. Nochmals rede ich hier über Reisen, Reisen. Also das ist die Energie hier. Stier, eine Person beobachtet sehr viel über Internet. Eine Person möchte wirklich jetzt sich Mühe geben, Energie, Zeit, Geld investieren für diese Reise. Also ich möchte diese Reise machen und das
Ich werde dafür alles machen, ja. Ich möchte, ja, tatsächlich, das hier hat sehr viel mit dem Schicksal zu tun. Eine Person lässt sich einfach gehen, eine Person lässt sich gehen einfach und ist wie transformiert. Eine Person hat sich transformiert. Stier, du hast hier mit deiner Zwillingsflamme zu tun, ne? Das ist deine Zwillingsflamme. Diese Beziehungen sind sehr kompliziert. Ja, weil sind immer Hindernisse da. Es gibt immer Hindernisse irgendwie. Aber du hast hier mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Diese Person denkt nur an dich und kann dich nicht vergessen. Diese Person liebt dich und möchte mit dir alles. Nochmals, für die Cross-Watchers, die Legung kann sich ja spiegeln. Ich kann das nicht wissen, aber die Sache ist, wenn ich natürlich hier mit Zwillingsflamme zu tun habe, das heißt, dass die Legung spiegelt sich natürlich. Also, das spricht für Sternzeichen Stier und für die Cross-Watchers natürlich auch. Weil das, was Sternzeichen Stier fühlt, fühlt die andere Person auch. Das ist sicher. Wir reden ja über Zwillingsflamme. Von da aus, die Energie ist da, ist einfach so. Aber interessant ist, Stier von diesen Karten, also ich habe nämlich ein Geschenk bekommen an meinem Geburtstag, das waren diese Karten von Christina. Dankeschön, Christina. Und ich habe für dich eine Karte rausgenommen da und kam diese Karte. Das ist die Karte der Liebe. Die Liebe, Zwillingsflamme, also, und das ist, was ich hier habe. Ja, das ist, was ich hier habe. Von meinen Karten, Stier, kam die Karte der Stadt, die Stadt, ja, vielleicht sagt dir etwas. Gibt es hier eine geografische Distanz vielleicht? Also, klar, logisch, wenn ich die Karte der Wagen so oft hier habe, kann ich mir denken, dass zwei Menschen nicht zusammen sind. Also es ist eine geografische Distanz da. Eine Person lebt in der Stadt und die andere Person. Aber schaue bitte jetzt hier. Gefurte. Schaue bitte hier. Dann kam diese Karte. Eine Person, die am Computer sich Fotos anschaut, kommuniziert, arbeitet. Und dann noch eine Frau. Also hier habe ich einen Mann und eine Frau. Und beide am Computer. Beide schauen sich Fotos an. Beide kommunizieren durch Internet. Interessant ist, ich habe tatsächlich hier mit Zwillingsflamme zu tun. Interessante Energie. Stier, es kann möglich sein, dass ihr vielleicht durch die Arbeit eine Verbindung habt. Könnte möglich sein, ja. Es muss nicht, ich sage es nur, weil beide mit dem Computer sind, ja. Dass vielleicht beide Menschen viel mit dem Computer beschäftigt sind, durch die Arbeit und überhaupt, man bewegt sich frei und man kann von überall arbeitet, von überall aus arbeiten, ja. Es gibt hier zwei Menschen, die ähnlich sind. Zwillingsflamme. Diese Kombination habe ich bis jetzt noch nie gehabt und ich finde es sehr interessant, dass für dich das gekommen ist, ja. Zwei Menschen, die irgendwie ja, mit Internet sehr viel zu tun haben. Dann kam diese Karte, Stier. Vielleicht sagt dir etwas hier. Du siehst, ich denke, wir reden über verschiedene Nationalitäten, Menschen, die verschiedene Sprachen reden. Ja, das denke ich. Und dann noch ein Baby. Das ist natürlich jetzt etwas individuell, ja. Also das kann für jeder von uns ein bisschen anders reden. Es kann für was Neues natürlich auch ein Baby, natürlich. Ja, also für eine Gruppe kann perfekt hier auch Babys geben. Ja. Stier, gerade ist die Nummer 11111 in meiner Uhr und ich glaube, zu dem Fall hatte ich gestern beim Sternzeichen Fische. 1111. Also, Stier, ich weiß nicht, was du hier davon hältst, aber ich finde das hier eine starke Legung.
Ich finde das hier eine starke Legung und weißt du warum? Weil das wird nicht für uns allen reden, aber diese bestimmte Gruppe ist hier zu sehen. Es gibt hier eine bestimmte Gruppe von Sternzeichen Stier, deutlich, ja, die diese Legung bestimmt auch in Resonanz haben, weil das ist einfach deutlich, zu deutlich. Stier, ich denke sogar, ich könnte sogar denken, ja, dass wenn ich hier zum Beispiel auch Ehepaaren habe, dass man sich hier scheiden lassen hat, zum Beispiel, ja. Ich musste mich erstmal scheiden, weil ich habe zu oft die Gerechtigkeit hier, zu oft. Deswegen könnte ich hier schon mit einer Scheidung, einer Trennung zu tun haben. Natürlich, für eine Gruppe, ja. Für eine Gruppe ist es deutlich. Oder wenn du sagst, nein, das ist für mich Arbeit, ich musste kündigen oder ich bin gegangen, weil da extrem zu viel Ausnutzung gab, ja, dass du sagst, ich bin da raus, weil die haben mich ausgenutzt und so weiter. Und da habe ich gekündigt. Es könnte nämlich auch sein. Also die Sache ist, ich sehe hier zu oft die Gerechtigkeit. Was ich denke, ist, dass diese Situation sehr kompliziert war und irgendwie es kommen hier Veränderungen und wow, also die Energie ist nämlich so. Ja. Die Energie ist nämlich so. Ass der Münzen zeigt sich zweimal, Ass der Münzen. Und das Gefühl wäre, eine Person möchte ein Geschenk machen, obwohl ich denke, das Geschenk hier kommt vom Universum. Das ist vom Universum hier. Stier, es kommt 180 Grad Veränderungen bei dir, 180 Grad Veränderungen in deiner Energie. Das heißt, im positiven Sinne, also das ist positiv, was ich hier habe. Ich sehe, wenn ich dir ehrlich bin, keine Karte, die mir sagt, das ist eine negative Legung. Keine. Denn ich weiß, die Gerechtigkeit ist schon eine ziemlich komplizierte Karte. Die, ja, also leicht ist das hier nicht. Und wir reden über Karma. Zehn der Schwerter und die Karte der Gerechtigkeit. Ich sehe schon eine komplizierte Energie, aber ich muss dir sagen, dass die Veränderungen da sind und das sind positive Veränderungen. Ich spüre eine klare Transformation in deiner Energie, Stier. Und nochmals, dieses Wasserelement überhaupt, Krebs, Skorpion oder Fische ist bei dir stark zu spüren, Schütze nämlich auch, ja. Ja, Waage überhaupt. Zwilling, Jungfrau. Stier, eine interessante Energie. Ja? Wie du merkst, ich kann mich nicht trennen, aber ich finde es eine extrem interessante Energie, was du hier hast, welche Seelenverbindung du hier mit einer Person hast. Es kommt Kommunikation, ja. Also erwarte kommende Woche, erwarte klare Kommunikation, erwarte sogar eine Reise, dass eine Person eine Handlung macht, außer du sagst, nein, ich bin die Person, die diese Reise machen wird, ja. Es kommt natürlich drauf an, aber ich sehe hier eine klare Reise, eine deutliche Kommunikation, ja, ist hier schon. Und ich denke, vielleicht erwartest du diese Situation nicht, weil wir hier mit dem Schicksal zu tun haben. Mit dem Rat des Schicksals meine ich jetzt. Eine Person spioniert dich, beobachtet dich. Ja, das ist dein Seelenpartner. Mein Gott, ich bekomme Gänsehaut. Mit deiner Energie bekomme ich richtig Gänsehaut. Also, Stier, du hast mit deinem Seelenpartner zu tun. Das ist schon mal klar. Ja, also, oder mit deiner Zwillingsflamme von mir aus. Das ist ziemlich sicher hier. Ja, du hast hier mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Ja, das kann man nicht, das, da kann man nichts machen. Das ist, was meine ich jetzt, wenn du sagst, nein,
Er hat mich oder sie hat mich so weh getan. Ja, sie hat mir so weh getan. Er hat mir so weh getan. Ich möchte von ihm nichts wissen und so weiter. Die Sache ist, das Gefühl, was ich hier bekomme, ist, dass das Schicksal es so möchte, dass diese zwei Menschen sich wieder treffen. Ich meine, was man am Ende darauf macht, ist, ist verschieden für uns allen. Aber das Universum möchte, denn Schicksal möchte es so haben, dass zwei Menschen sich wieder treffen, sehen und so weiter. Wenn du mir sagst, ich kann mit dieser Person nicht mehr, diese Person hat mir wirklich ziemlich schlimme Sachen angetan und so weiter. Sehr wahrscheinlich wirst du mit dieser Person trotzdem Kontakt aufnehmen, weil das ist so, das ist so. Aber ihr wird reden oder wird sich vielleicht entschuldigen. Diese Person entschuldigt sich, möchte es von dir. Eigentlich vielleicht, was diese Person von dir möchte, ist nur, dass du ihn oder sie entschuldigst, dass du vergibst, ja. Es kann möglich sein, dass das der einzige Grund sein wird, warum ihr zwei euch treffen wird, weil es gibt hier eine Entschuldigung. Eine Person muss sich hier entschuldigen. Eine Person kann sonst nicht weiter. Also eine Person, und ich bekomme Gänsehaut tatsächlich, ja? Also eine Person möchte einfach nur sich entschuldigen. Kann mit diesem Leid, mit diesem nicht weiter. Und das Universum möchte, dass das sich auch ergeben kann, dass diese Menschen, dass diese Personen sich auch vergeben können. Ist das wichtig? Ja, aber auch für dich. Also das ist wichtig für beiden, nicht nur für eine Person, die sich entschuldigt. Das ist für beide wichtig, damit man auch weitermachen kann. Eine Gruppe von Sternzeichen Stier, vielleicht ist das so, dass man sagt, ja, man kommt zu einer Einigung und man bleibt zusammen. Es kann möglich sein. Aber für eine andere Gruppe von Sternzeichen Stier nicht. Da manche wollen hier vielleicht nicht mehr zu tun haben. Es kann möglich sein. Es kann möglich sein. Es kann möglich sein. Ich habe nämlich die Karte der Transformation, spricht für die Karte der Tod. Und ich habe diese Karte, die für Seelenpartner spricht, wo zwei Menschen sich einigen. Ja, also du verstehst ja, Stier, dass ich hier mit der Karte die Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit wird gemacht, natürlich. Und jetzt kommt auf jede Situation drauf an, wie jeder mit dem freien Willen, also ich habe einen freien Willen und ich entscheide für mich, was ich möchte. Wenn ich dieser Person doch verzeihen kann, vergeben kann und diese Person aber noch weiter liebe, sehr liebe und beide zusammen wollen, dann ergibt sich so eine Situation. Aber wenn ich die Person vergebe, aber mit dieser Person nichts mehr anfangen kann, weil vergeben ja, aber ich kann tatsächlich nicht mehr mit der Person, dann wird sich auch nichts mehr ergeben. Dann macht man hier einfach einen Schluss. Es wird einfach nur eine Gerechtigkeit gemacht hier. Wie es für jeder jetzt ist, das ist anders. Aber du hast hier mit deiner Zwillingsflamme zu tun. Ich meine, das kann man gar nicht vermeiden hier. Das ist, kann man gar nicht vermeiden hier. Es ist eine starke Energie, das ist nicht von dieser Welt hier. Das ist nicht von dieser Welt und ich weiß nicht. Ich sehe nur, dass möglicherweise diese Person, die ich hier habe, mit dir alles möchte. Ja, mit dir alles möchte. Sogar, dass diese Person mit dir einen ernsten Kompromiss möchte, die ich heiraten will. Diese Person möchte mit dir alles. Und jetzt wirst du mir sagen, ja, das glaube ich nicht. Aber das ist, was ich hier sehe. Das ist, was ich hier sehe. Das ist eine starke Energie, Stier.
Könnte diese Seelenverbindung auch mit einer Person der Familie zu tun haben? Ja, kann auch sein. Ich kann mit meinen Kindern eine Seelenverbindung haben. Es ist logisch sogar, ja. Also deswegen, es könnte, wenn du sagst, das ist ein Kind von mir, ja, den sich auch bei mir entschuldigen möchte. Oder einem Geschwister. Das kann möglich sein, weil ich habe zu diesen Menschen auch eine Seelenverbindung, ja. Und deswegen, also es kommt jetzt ziemlich drauf an, wie das hier für dich spricht. Was ich hier sehe, ist aber eine klare Gerechtigkeit. Und stehe, das Wort Gerechtigkeit kann man in deine Legung gerade groß schreiben. Groß schreiben, ja. Es ist nicht eine kleine Gerechtigkeit, nein, nein, es ist eine große Gerechtigkeit. Das ist eine starke Legung. Eine starke Legung, was ich hier habe bei dir. Und du siehst ja die Sternzeichen, ja. Also ich glaube, ich war deutlich genug, aber die sind sowas für stark hier zu sehen, dass ich ständig nur das Gefühl, das Bedürfnis habe, die immer wieder zu nennen. Aber ich spüre hier eine starke Energie. Und wie du siehst, die einzige Person hier, die ich sehe, die einzige Energie, ist diese Puppe der Kerlchen. Von da aus, du musst ja dir vorstellen, jetzt wer diese Person ist. Aber diese Person zeigt sich mit einem Ass der Münzen. Also diese Person möchte wirklich alles und ist sicher. Nur ich sehe große Unterschiede hier. Stier, vielleicht Altersunterschied oder wie auch immer. Wow, Stier, ich weiß auch nicht. Ich habe dir alles gezeigt, was auf dem Tisch ist. Ich habe dir meine Übersetzung jetzt gegeben und meine Deutung. Und du wirst wissen, was das hier für dich ist. Aber die Energie ist eine starke Energie. Eine starke Energie. Das ist hier Schicksal pur. Schicksal pur. Kann ich nicht anders sagen. Also, Stier, ich danke dir für deine Likes. Entschuldigung, ich war jetzt gerade abgelenkt. Für deine Likes, für deine Abos, Dankeschön und bald ein schönes Wochenende, ja? Bis bald, Stier. Tschüss.